Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I heard today that some people think that the U.S. Hallo liebe Zuschauer von Druschbe FM, heute die nächste Folge. Die letzte Folge hat euch ganz schön gefallen. Also Markus Fiedler ist neuer Militärexperte und Kartografie-Experte. Heute sprechen wir wieder über Bachmut. Das Thema ist ja aktuell in allen Medien und Russen sagen, wir kommen voran. Die westliche Seite sagt ihren Vorstellungen, die Ukrainer sagen was anderes. Heute wollen wir auch nochmal analysieren mit Markus Fiedler, wie die Zustände wirklich sind und wozu das am Ende führen kann. Markus Fiedler, du darfst wieder deine Analyse vortragen. Ja, ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Wir machen das diesmal stringenter und es war letztes Mal auch ewig lang. Wir sollten es mal wirklich so auf den Punkt kürzen, ist auch eigentlich nicht viel zu erzählen. Bis auf so zwei, drei Punkte, die mir aufgefallen sind. Wir werden wieder Medien mit der aktuellen Lage im Donbass vergleichen. Und dann werden wir sehen, ob das, was in den Medien kommt, ob das wahrheitsgemäß ist oder ob das eventuell ja aus dem Reich der Märchen kommt. So, ich gebe mal den Bildschirm frei und dann können wir gleich schon mal einsteigen. Ich wollte nämlich, bevor wir anfangen, wollte ich den Zuschauern mal eine Entwicklung geben. Wie hat sich denn überhaupt dieser Konflikt in der Ukraine entwickelt? Also wie ging das los? Wie haben sich die Landgewinne entwickelt? Und daran kann man schon sehen, viele Nachrichten, die das beschrieben haben, haben die das wahrheitsgemäß beschrieben oder haben die das nicht wahrheitsgemäß beschrieben? Wir sehen hier auf dem Bild den Status quo, bevor der Krieg losging. Es ist der 21. Februar. Meines Wissens sind die am 24. Februar einmarschiert, die Russen. Ist korrekt, ne, Sergej? Ja. 24. Februar. Also man kann jetzt hier oben immer das Datum sehen. Wir sehen hier, das ist also live uamap.com und von dieser Seite holen wir uns jetzt quasi alle ja zeitlichen Screenshots oder zeitlichen Schnappschüsse und ich habe das dann entsprechend aufgenommen und das haben wir jetzt sozusagen hier so als Stop-Motion-Film, wenn wir das mal verarbeiten. Wir gehen da einfach mal durch. Das ist also schon der 25. Februar, ein Tag nach Einmarsch. Dann sehen wir also relativ schnell Landgewinne der Russen. Das geht so weiter bis in den April hinein. Hier sehen wir schon, ist eigentlich der gesamte Donbass eingenommen, der gesamte Osten der Ukraine. Und wir sehen hier oben, dass hier zwar relativ schnell Landgewinne waren, aber die Russen haben im Norden von Kiew relativ viele Verluste gehabt. Deswegen haben sie sich aus diesem Gebiet relativ schnell wieder zurückgezogen. Das heißt, wir haben jetzt also hier den 2. April und schon am 9. April haben wir da gar keinen mehr. Und jetzt hält sich die ganze Lage relativ stabil. Wir sehen im Osten hier und da Landgewinne, dann gehen die Landgewinne wieder zurück. Inzwischen ist grau eingezeichnet, wo die Russen ehemals gewesen sind. Und jetzt sieht man halt hier in der Republik Luhansk oder in der Republik Donetsk sehen wir entsprechende Landzugewinne. Und ja, wir sind schon am 6. August, 13. August, 20. August, 10. September, 17. September. Jetzt sehen wir, dass hier oben bei Kharkiv, dass da die Ukraine eine Offensive gestartet hatte. Und das müsstest du mir vielleicht erklären, Sergej. Da gab es doch, glaube ich, ein relativ starkes Tuva-Bu in der russischen Armee, weil dieser Rückzug in der Form gar nicht nötig gewesen wäre, zumindest nicht vom militärischen her. Kannst du es mal erklären? Du meinst jetzt den Cherson? Cherson habe ich, Cherson oder Kharkiv gesagt. Ja, also Cherson eigentlich mittlerweile sind die sich einig. Also ich habe jetzt auch einige Aussagen jetzt ganz vor kurzem noch von unterschiedlichen Bloggern, die dort agieren, die auch Kontakten zum Militär haben. Das Problem war, dass quasi bis zum Dnieper waren diese Militär, da war ja nur einzige Brücke, die Antonov-Brücke. Und die haben ja, was ich, 20, 30 Raketen, also HIMARS-Raketen, die Ukraine auf dieser Antonov-Brücke geschickt. Und um die zu zerstören, dann war sie doch schon nicht mehr so richtig intakt. Das heißt, wenn die Brücke weg war, hätte man diese Militär dort also schlecht versorgen können und schlecht verteidigen. Und dann könnten die Ukrainer, also mit einer Offensive,
Also entweder bemerkenswerte Verluste den Russen zuzufügen, was ja natürlich Image-Schaden wäre dann für die russische Armee und für den Putin in Russland, was auch immer das Ziel ist, so viel wie möglich Russen zu töten, damit sie dann den Putin stürzen in der Heimat, die Verwandten. Und dann haben die Russen entschieden, die können das Cherson, quasi die Offensive wäre vielleicht schon im Herbst von Ukraine, wenn die Russen dort geblieben wären. Deswegen haben sie sich zurückgezogen nach diesem Referendum. Also die haben quasi am Referendum entschieden, das ist unser Land. Und dann haben sie sich zurück aus dem Cherson und der quasi bis zum Dnepr, in diesen, also haben sie komplett sich zurückgezogen und da haben sie die neue Verteidigungslinie aufgebaut. Und in dieser Zeit, Ukraine haben mehrmals versucht, den Dnepr zu überqueren und sind dabei kläglich gescheitert mit vielen Verlusten. Also es gibt sehr viele Berichte davon. Und die Russen, also zumindest mal jetzt ist es so, dass es war ein rein militärischer Rückzug, um einfach die Truppen zu schützen, weil, gut, man sieht ja an der Karte, da sind halt höher Gewinne, aber trotzdem, Ukraine ist ja so groß, dass man da 20, 30 Kilometer Land, die man hinterlässt, ist kein riesiger Militärverlust. Aber wenn man jetzt 20, 30.000 von Truppen und Haufen Militär verliert. Von allem, es ist ja kein russisches Gebiet in dem Sinne, dass Russland hat sich ja nicht irgendwie Krim zurückgegeben. Und das war in einem militärischen Rückzug und wie man sieht, zumindest mal jetzt, das war erfolgreich, weil bis jetzt haben die Ukrainer nur oben kleine Gewinne gemacht, aber unten an der Dnepr-Linie haben die überhaupt kein Landgewinn und könnten nichts einstellen und die große Offensive kommt auch nicht. Und die wäre möglich, wenn die Truppen da abgeschnitten wären, quasi an der anderen Dnepr-Seite, die hätten die Ukraine dann im Gewahrsam nehmen können. Ja, jetzt hast du es doch anders erzählt, als ich das, also ich wollte mich eigentlich auf den Norden beziehen, also auf Kharkiv tatsächlich, und ich dachte eben gerade, ich hätte mich vertan, aber hier oben ist tatsächlich Kharkiv. Das sehen wir hier, aber du hast gerade gespoilert, wir kommen gleich zum Dnepr, und das hast du genau richtig dargestellt. Also wir hatten hier im Bereich Kharkiv, sieht man meine Maus? Ja. Hier im Bereich Kharkiv hatten wir relativ schnell Landgewinne durch die Russen. Und dann sehen wir auf einmal 27. August, 3. September, 10. September, hier wurden jetzt die Russen zurückgedrängt. Und das war ja einer Militäroffensive geschuldet der Ukrainer. Und das hätte wahrscheinlich also in der Form gar nicht passieren müssen, weil die Russen da die Hände in die Hand genommen haben, also die Füße in die Hand genommen haben und sind gelaufen. Das hätten sie gar nicht machen müssen. Das war so die nachfolgende Analyse. Aber nun gut, ist es passiert. Und dann haben sich jetzt die Russen in diesem Gebiet auch wieder, wie du sagst, hinter natürliche Linien zurückgezogen. Hier oben ist auch ein Fluss. Und hinter diesem Fluss ziehen sie sich jetzt zurück. Und zwar bis 8. Oktober. Jetzt kommt das, was du gesagt hast. Wir sind jetzt also im Süden. Da sind wir jetzt in Cherson, in dem Gebiet. Dann haben wir also hier diesen Dnepr, ne? Und dann sehen wir noch, die sind hier auf dem Osten des Dnepris immer noch. Sie sind auch hier zurückgeschlagen worden, also zum in großen Teilen. Und jetzt nehmen sie halt die restlichen Leute und ziehen die auch hinter den Dnepr zurück. Also am 12. November sind sie schon nicht mehr auf der Westseite des Dnepr, sondern nur noch auf der Ostseite. Und den kann man relativ gut halten, weil es auch ein breites Gewässer ist. Da kommt man nicht so ohne weiteres ungesehen drüber. So, und jetzt ist die, seitdem ist jetzt die Front relativ stabil. So, und das heißt auch hier in, also zwischen Dnepr und dem Gebiet Donetsk, diese Front, also das, also sozusagen dieser Frontabschnitt Saporischia, der ist ja stabil weitestgehend. Es geht immer Landgewinne in die eine oder andere Richtung, also so ein paar hundert Meter immer. Und jetzt gehen wir mal weiter. 17. Dezember und 33. Dezember. Und jetzt so makroskopisch passiert ist nicht mehr viel, aber man sieht das zum Beispiel hier im Gebiet Donetsk. Jetzt geht es so langsam los, dass die russischen Einheiten wieder Richtung Westen streben. Februar, jetzt sehen wir hier passiert was im nördlichen beziehungsweise im südlichen Teil von Luhansk. Und dann geht es weiter. 10. März, 17. März, 24. März, 31. März, 7. April. Und jetzt kommen wir schon zu Bachmut. So, und da wollte ich einfach mal jetzt mal den Fokus auf die Stadt Bachmut legen. Und hier haben wir die Stadt mittendrin. Und das ist jetzt die Situation am 2. Januar. Und das ist das, was wir letztes Mal beschrieben haben. Da hatte ich letztes Mal diese Karten nicht bekommen. Ich wusste nicht, woher ich die bekommen sollte.
Inzwischen habe ich das gefunden. Jetzt gehen wir da mal vorwärts. 11. Januar, 21. Januar und wir sehen halt das, was wir beschrieben haben. Die russischen Einheiten umfließen diese Stadt Bachmut. Im Wesentlichen hier die Leute, die hier kämpfen, sind dann das Wagner-Bataillon auf der russischen Seite. Und vor allen Dingen hier oben in Richtung Soledar, das war also der erste schmerzhafte Verlust, den die Ukrainer da hinnehmen mussten. Und jetzt geht es halt immer weiter in Westen. Jetzt kam diese Geschichte, die ich letztes Mal erzählt hatte, hier oben in diesem Gebiet, also westlich von Soledar, hatten die Ukrainer eine Einheit aufgestellt, die irgendwie ohne Patronen da war. Also die hatten keine Munition. Und in dem Moment, wo die Russen da kamen, mussten die halt sich schnell zurückziehen. Und das sehen wir jetzt hier. Auf einmal haben wir einen plötzlichen Landgewinn zwischen dem 31. Januar und dem 10. Februar. Ich bin jetzt also in 10 Tagesschritten hier vorangeschritten. Aber plötzlich einen riesen Landgewinn. Und das, was wichtig ist für die Ukrainer, war halt diese Straße M03 hier. Und die wird jetzt zunehmend von den Russen eingenommen und kontrolliert. 20. Februar ist es soweit. Das heißt, da sind jetzt die Ukrainer von der nördlichen Nachschublinie abgeschnitten. Es verbleibt noch die Bahnlinie, die wir hier sehen, von Chassiv-Yar und hier, die geht noch Richtung Bachmut, die kann man noch nutzen. Und jetzt aber mit zunehmendem Maße, 2. März, ist das auch vorbei. Und jetzt sehen wir, wie die Einklammerung um Bachmut immer enger wird mit der Zeit. Das ist jetzt schon der 22. März, jetzt sind wir am 31. März, jetzt sind wir am 9. April und jetzt sehen wir, da ist eigentlich nur noch die Bahnstation und ein bisschen westlicher und ein bisschen östlicher Teil der Stadtteils östlich der Bahnlinie. Und das verbleibt jetzt so bis 15. April. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Karte nicht schnell aktualisiert wird. Denn wir wissen schon aus Berichten etwas mehr. Und da kommen wir jetzt zu einem noch genaueren Entwicklung der letzten Wochen in Bachmut. Und das ist jetzt sozusagen ganz makroskopisch da rein. Und jetzt sehen wir, wie sich das entwickelt. 2. April, 4. April, 5. April, sind wir beim 6. April, 7. April. Das tut sich auf der Karte nicht mehr viel hier bis 15. April. Aber wenn wir uns jetzt dann die Nachrichten anschauen, wie weit jetzt die russischen Einheiten vorgedrungen sind, dann gibt es zwei Sachen. Zum einen sehen wir hier, das sind die verbliebenen Nachschubwege. Also ich habe die hier mal eingezeichnet, ich blinke mal. So. Also das hier, die blaue Linie, das ist eine befestigte Straße, die ist asphaltiert. Das ist die Straße, die im nördlichen Bereich noch nach Bachmut führt. Die ist aber schon unter Beschuss durch die russischen Einheiten. Auch unter Sichtbeschuss, nicht nur unter Artilleriebeschuss. Und hier haben wir eine grüne Linie. Das ist eine Straße, die ist hier hinten zwar noch asphaltiert, aber die führt spätestens hier an dieser Stelle, führt sie über Felder. Und das ist halt ein unbefestigter Feldweg. Und das sieht dann halt da ziemlich schlammig aus. Das haben wir jetzt beim letzten Mal auch schon dargestellt. So, und wenn wir jetzt schauen, wie denn jetzt die aktuelle Lage aussieht, also Stand 15. April, dann sieht es so aus und das ist relativ desolat. Ich erkläre mal ganz kurz, also ich habe jetzt hier in Rot nachgetragen, da wo sich die Russen in etwa befinden momentan. Sie haben den gesamten östlichen Teil von der Bahnlinie eingenommen. Es gibt noch eine kleine Enklave hier, da wo die Nummer 4 steht, die wird noch durch die ukrainischen Einheiten gehalten. Im Süden sind die Russen weiter vorgedrungen, haben sich in etwa diesen Bereiche geholt, also kein Gewehr auf exakte Genauigkeit der Straße, sondern halt so ungefähr ist das hier. Es gibt einen wichtigen Punkt, den die Ukrainer halten, das ist hier bei der Zahl Nummer 3, das sind Hochhäuser. Von da aus können die relativ gut mit Scharfschützen die umgebenden Straßen halt abdecken. Es hieß schon mal, dass die Russen diesen Bereich eingenommen hatten, aber das war wohl eine Falschnachricht. Und dann habe ich hier mit der Nummer 2 gekennzeichnet, wie sich jetzt die Lage verhält. Nummer 1 ist eine militärische Basis. Das sind so Baracken und flache Gebäude. Die sind relativ schwach zu verteidigen.
Wir haben hier bei der Nummer 2, das ist ein Gebiet, wo es noch Hochhäuser gibt und die sind, wie ich eben schon gesagt habe, relativ gut zu verteidigen, indem man halt da mit Scharfschützen sich in die oberen Stockwerke begibt und dann von da aus halt die Umgebung abdeckt. Dieses Gebiet Nummer 2 ist unter ständigem Artilleriebeschuss durch die Russen. Also ich möchte da kein Soldat sein. Das ist ja auch der Grund, warum so unheimlich viele Soldaten in Bachmut und Umgebung halt ihr Leben lassen. Also es gibt ganz viele Videos einerseits von diesem Beschuss in diesem Bereich. Auch in diesem Bereich gab es eine ganze Menge Videos, wo man halt sehen kann, wie die Russen vorgerückt sind und wo dann halt ja erstmal mit Granatwerfern und allen möglichen halt bombardiert wurde und so, dass dann halt die Ukrainer zum Rückzug gezwungen waren und von dieser Straße hier, also das, was ich als blaue Nachschublinie hier gezeichnet habe, da gibt es vor allen Dingen ja so aus diesem Gebiet hier gibt es auch sehr viele Videos, wo halt ganze Konvois im Kugelhagel vergehen, weil dann von oben ja Granaten kommen, die halt von der Artillerie aus mehreren Kilometern Entfernung auf diese Stellen abgefeuert werden. Gleiches gilt für diesen Feldweg, wo sie sich ohnehin, wo sie nur langsam vorankommen und da kann man halt nicht schnell fahren. Das Problem ist genau das, wenn man irgendwie eine Chance haben will, da irgendwie durchzukommen, muss man halt möglichst schnell durchkommen. Und das ist momentan aufgrund der Wetterlage gar nicht möglich. Ja, das ist erstmal der Status quo sozusagen an der Front. Es sieht nicht gut aus für die Ukrainer. Die schwarzen Pfeile, die ich hier eingezeichnet habe, sind die Vorrücklinien. Und wir sehen jetzt halt, dass die Russen sowohl also vom Norden her in Richtung Südwesten ranrücken, als auch vom Süden her in Richtung Nordwesten. Dann hier drücken sie in die noch verbliebenen Bezirke der Stadt rein, die noch von den Ukrainern gehalten werden. Und das sieht also wirklich danach aus, dass sie dann hier jetzt wirklich ja das Endspiel einleiten um Bachmut also Spiel bitte nur in Anführungsstrichen. Es geht hier um Menschenleben. Das sind also ganz, ganz viele Menschen, die da ihr Leben lassen. Übrigens auf beiden Seiten. Wobei nach meiner Einschätzung sind die Nachrichten verlässlicher, die sagen halt, dass also die Ukrainer ein Vielfaches mehr an Soldaten hier in Bachmut verlieren als als die russische Seite. Also da kann ich heute ein Zitat von Prigozhin machen hier. Also er hat gesagt heute, dass die Ukrainer so um die 500 Mann am Tag verlieren und seine Truppe verliert 20 Toten und 40 Verletzten am Tag. Jetzt kam es gerade nicht rüber, also am Tag hast du gesagt. Ja, am Tag, ja, am Ja, einen also Tag. 20 Tote und 40 Verletzte, aber das ist ja auch schon eine ganze Menge, ne? Du musst ja sehen, also die Ja, Wagner-Einheiten sind ja nicht so das groß. ist halt von diesem Wagner-Truppe, ob es stimmt oder nicht, klar. Das kann man bezweifeln, muss man auch. Und 500 von der ukrainischen Seite. Und er sagt, um diese 30.000 Ukrainer, also um Bachmut herum sind eigentlich 80.000 Ukrainer, die eine Offensive vorbereiten oder vorbereiten können. Dafür hat er auch letzte Woche gesagt, dass die Russen, also die russische Militär, seine Flanken gesichert haben, damit er quasi das Bachmut nicht von ukrainischen Truppen umzingelt wird. Und er hat auch heute nochmal gesagt, dass der 6.000 Minen am Tag braucht, um quasi diese Menge an Ukraine da zu verarbeiten. Also sind alles so Zahlen, die wir hier lesen, aber es ist keine 6.000 Minen, Zahlen, was sind Menschen. heißt Ne? das, also die Ukrainer zu verarbeiten? Das heißt, wie habe ich das zu Also verstehen? diese 30.000, die jetzt direkt am Bachmut stehen, die zu eliminieren. Ja, das ist ein Kriegsgeschäft, ist kein schönes Handwerk, ehrlich gesagt. Das ist, Ja. ich würde am liebsten halt auch was anderes machen. Ich würde mich am liebsten über Musik unterhalten. Ja, Ja, ich auch. Da steht ja. eine Gitarre sogar auch da hinten. Ja, genau. Machen wir mal weiter. Also wir gehen mal einen Schritt weiter. Das ist jetzt die Nachricht, die ich im Kurzen einfach mal diskutieren wollte. Von NTV, auch direkt vom 15.04. veröffentlicht, um 7:46 Uhr ging es online. Lügt sich Moskau Bachmut schön. Die Gefahr der Einkesselung ist nicht sehr groß. Und ich dachte, ist schon wieder April. Ja, ist es noch, aber nicht der 1. April. Und ich wunderte mich halt, wie man halt zu so einer Einschätzung kommen kann. Und ich lese mal so ein paar ja, elementare Zitate vor aus diesem Text. Also die Russen erzielen in Bachmut stetig Fortschritte, doch zu einer Einkesselung, wie der Kreml behauptet hat, ist es nicht gekommen. Dafür bestehe derzeit auch keine große Gefahr, erklärte Militärexperte Gustav Gressel.
Jetzt müssen wir dazu sagen, selbstverständlich, die Russen sind, also haben die Gebiete westlich von Bachmut noch nicht eingenommen, komplett. Aber wir sprachen ja beim letzten Mal schon von einer operativen Umzingelung. Das heißt, operativ heißt, ich habe diese Straßen, die einzigen Zuwegungen, unter ständigen Artilleriebeschuss. Das heißt, wenn da jemand gesichtet wird, der da mit Militärgerät durchfährt, muss der damit rechnen, also zu nahe 100%, dass der eine Granate aufs Dach bekommt. Das ist eine faktische Einzingelung. Ja, also das, ich weiß nicht, wer hier zu dieser Analyse kommt, vor allen Dingen, weil es ein Militärexperte ist. Ich würde mich nicht als Militärexperte bezeichnen, ganz im Gegenteil. Und dann frage ich mich, wie kommt man da darauf? Okay, machen wir weiter. Also sagt dieser Militärexperte Gustav Gressel, NTV, denn die Kämpfe finden nicht im Umland, sondern im Stadtzentrum von Bachmut statt. Dort gehe die ukrainische Taktik, russische Truppen auszubluten, in Anführungsstrichen, noch immer hervorragend auf, denn für die langsamen Geländegewinne im zähen Ortskampf zahlen die Russen einen hohen Preis. Ja, das ist sogar inhaltlich gar nicht mal so falsch. Das ist ja tatsächlich so. Das heißt, wenn du im Häuserkampf bist, zahlst du einen hohen Preis dafür. Das ist bekannt. Also man müsste sagen, die russische Seite verliert im Häuserkampf mehr an Leuten, als sie verlieren würde, wenn sie im offenen Feld da wäre. Und was ich interessant finde, ergibt hier ja die westliche Strategie wieder. Also das ist ja genau Kern der westlichen Strategie, dass die russischen Einheiten sich mit quasi einer Bruderarmee aufreiben und dass man dann sozusagen eine freie Bahn hätte, dann sozusagen Russland aufzuteilen und dann zu splitten. Das ist ja das Ziel, was wir so von den Transatlantikern hören. Und jetzt ist ja die Frage, wer ist denn das hier, der hier spricht? Und dann habe ich einfach mal ein bisschen geschaut. Und da braucht man gar nicht lange zu recherchieren, weil es steht schon im Artikel drin. Wir gucken auf die rechte Seite. Dieser Gustav Gressel ist Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations im ECFR. Wer hätte das gedacht? Also es ist ein Transatlantiker, um es ganz kurz zu machen. Wer mehr über Transatlantiker wissen möchte und über die ganzen Thinktanks und die Macher hinter den Kulissen, damit habe ich schon den Titel genannt, da verweise ich auf Hermann Plopper, auf Hermann Ploppers Buch, Die Macher hinter den Kulissen. Bitte unbedingt lesen, es gibt es auch als Hörbuch, kann man sich bei meiner Autofahrt anhören. Es ist einerseits unterhaltsam, andererseits sehr erschreckend, was da hinter den Kulissen passiert. Und dieser Herr ist ein Teil dieser ganzen Maschinerie, die da ist. Das heißt, wenn man jetzt seine Aussagen hier betrachtet, muss man immer im Hinterkopf behalten, das ist eine PR-Abteilung des NATO-Militärkomplex, richtig? Ja, genau, richtig. Machen wir mal weiter. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass in dem Artikel, in dem NTV-Artikel, wir sind also immer noch in dem NTV-Artikel, taucht eine eingebettete Meldung von Twitter auf, von dem polnischen Nachrichtensender Nexta geschrieben. Ich meine, mir hat jemand gesagt, der heißt Nexta, wenn man den richtig ausspricht. Du sagtest selber Nexta. Ich weiß es gar nicht, wer es mir gesagt hat, aber ich ja, die Buchstabe X gibt's nicht im Russischen und nicht im Weißrussischen und nicht im Polnischen. Das wird so geschrieben, weil sonst muss der mit CH schreiben und das sieht blöd aus. Also eigentlich Nächta, also das ist, wäre richtig, aber ja die richtig. Machen ja alles auf Englisch. Okay. Interessant ist also, was ist das für ein Nachrichtensender? Wir wissen, dass dieser Nachrichtensender Nechta, also quasi ein direktes CIA-Outlet ist, wenn man so möchte. Ja, es ist also einer dieser typischen Nachrichtenkanäle, wie auch der Kiew Independent, die halt irgendwie aus Töpfen bezahlt werden, die zur reinen Propagandamache da sind. Aber interessant ist halt, was auf diesem Nachrichtensender läuft. Und da frage ich mich doch, was sind das für Leute bei NTV? Weil wir haben diesen Nachrichtensender Nechta schon in einem anderen Zusammenhang mal darüber berichtet, nämlich in diesem Zusammenhang. Da ging es um den Roman Protasevich. Das ist also dieser angebliche Journalist, der angeblich bei einer erzwungenen Flugzeuglandung in Weißrussland verhaftet wurde. Das stellt sich alles, wenn man sich das genauer anguckt, ziemlich anders dar. Der ist ja Mitbegründer des Nachrichtensenders Nechta gewesen und interessant ist halt, was über diesen Nachrichtensender Nechta so alles an Sachen laufen, zum Beispiel das hier.
Ja, und von allem, der hat ja schon an der ukrainischen Front gekämpft, an der russisch-ukrainischen Front, wo gar kein Russen, wo der Russen noch nicht überfallen hat, ne? Der hat ja mit Ja, wie geht ukrainischen das? Nationalistenbataillone gegen den Er Donbass-Bevölkerung hat im gekämpft. Azov-Bataillon gekämpft. Ich hatte gerade eben überlegt, ob ich das Bild noch mit reinnehme. Da ist er sogar auf dem Foto mit einem schweren Maschinengewehr auf der Schulter. Und da fragt man sich doch, ob das die Standardausrüstung eines Journalisten ist. Also Dirk meinte da, ja, Sie sehen hier den neuesten Kugelschreiber in XXL-Ausführung für den Naja, Journalisten. von allem, wenn man Diskussionen dann Ja. verfolgt, dass in Deutschland Journalisten sich ja oft von Aktivisten sich abspalten. Ich bin Journalist, ich bin kein Aktivist, ich gehe nicht auf die Demo. Hier, der geht einfach Das ist, mal Russen abknallen und ja. ist dabei für die NTV ein Journalist. Also, ob das für NTV war, weiß ich nicht, aber da müsste ich jetzt nochmal Ja, ich den Nachrichtenspiegel meine, von damals. wenn man Genau. die Quellen nachforscht, muss man ja, also das muss man ja wissen, aber mittlerweile sind ja unsere Medien nicht nur auf dem rechten Auge blind, sondern auf beide, weil eigentlich, ich meine, die schimpfen ja immer noch auf die AfD, dass es eine rechte Partei ist, aber dabei wählen sie Nazi-Quellen und fühlen sich in Ordnung, ne? Also Ja, geht schon. genau. Also Hauptsache gegen Russland, ja. um jetzt den Sack hier zuzumachen, also dieses Bild hier auf der linken Seite soll sich der Roman Protasevich befinden. Allerdings ist das strittig, ne? Also und ich halte mich da mal sehr zurück, weil ich habe ja schon mal mit einer Bildanalyse voll daneben gelegen. Aber was wir hier sehen, ist vor allen Dingen auf der linken Seite, das soll der Roman Protasevich sein. Da ist allerdings die Nachrichtenlage strittig. Also man ist sich nicht einig, ist er das jetzt nun oder ist er das nicht? Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, ob er das ist oder nicht. Also ich finde viel wichtiger, was die beiden da mit ihrem Arm haben. Also jetzt ist ja die Frage, ist das ein Impfschaden? Haben die sich da in den Oberarm impfen lassen und Das war kriegen den mal Arm nicht vorher. mehr? Das war vorher. Und kriegen den Arm nicht mehr runter? Ja, das kann ja auch sein. Oder Dirk meinte ja, vielleicht zeigen sie an, so hoch ist das Flugzeug geflogen, was dann in Kiew dann also gelandet ist und wo dann der Roman Protasevich da verhaftet wurde, kann man sich ausdenken. Allerdings würde ich sagen, das erinnert mich doch sehr an dunkelste Zeiten in Deutschland und an ein Symbol, was ich hier eigentlich zu lange nicht mehr sehen möchte. Übrigens, Das diese ist Flagge, ne, ist ja auch nicht weißrussische Flagge, sondern die weißrussische Flagge der weißrussischen Nationalisten, ne? Ja, eben, genau. Das ist also das Ja. Nächste. Also das heißt, also diese Flagge ist eine nationalistische Flagge, die da gezeigt wird. Also wir sehen hier durch und durch nationalistische, rechtsradikale Nazi-Symbolik. Erhobener rechter Arm ist eindeutig Nazi-Symbolik, auf was sie sich berufen. Und das kann man auch nachweisen. Und die Medien wiederholen gebetsmühlenartig, dass es da doch gar keine Nazis gibt. Das ist eine große Lüge. Ja, Und wir das kann man sehen. auch bei uns im Telegram fast jeden Tag sehen. Ich gehe dafür, ich opfer mich für ein paar Stunden im TikTok zu gehen und da zu scrollen. Und da finde ich jeden Tag ganz andere Menschen mit Nazi-Symbolik, also die ukrainischen Militärs, mit Nazi-Symbolik, mit Hitlergruß und. Ja, Das posten wir alles im Telegram, genau. weil auf YouTube können wir das nicht zeigen, weil wir werden dann in Völkerverhetzung beschuldigt und die Videos Ja, gelöscht. jetzt müssen wir an einer Stelle nochmal ganz klar formulieren. Das machen wir hier zur Dokumentation, um zu zeigen, was Nechta für ein Sender ist, ja. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee käme, wir würden das toll finden, ganz im Gegenteil. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also wird ja mal behauptet, die Russen hätten gelogen, als sie sagten, sie sind wegen der Entnazifizierung in der Ukraine. Ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, aber ich glaube, dass das ein Grund ist. Und wir haben hier Beweise dafür. Natürlich, selbstverständlich sind das nationalistische Einheiten, die in der Ukraine momentan die Politik bestimmen. Und das ist die Frage. Wer hat denn diese Einheiten gepäppelt? Und da würde ich ja mal ganz frech die Behauptung in die Welt setzen, das waren nicht irgendwelche Selbsterhaltungstriebe da von irgendwelchen Leuten um Stefan Bandera, sondern die wurden regelrecht aus dem Westen gepäppelt, die ganzen Leute. Und wir sehen jetzt das Ergebnis dessen. Ja, die sind also mit Propaganda aus dem akademischen Bereich gefüttert worden, die Leute. Und wir haben jetzt also einen ganz großen Anteil an Rechtsradikalen da. Und man muss das ja auch noch mal realisieren. Der gewählte Präsident, der sogenannte Zelensky als Demokrat hier, wird ja dargestellt. Alle diese Bewegungen, also rechter Sektor, Svoboda oder egal, Azov, die werden von der Justiz gedeckelt, genauso wie hier manche Bewegungen. Und die werden nicht nur geduldet, sondern die werden besser behandelt als Opposition oder Gottes Wille im Ukraine schon lange verboten, in Deutschland auch seit 80er Jahren, die Kommunistische Partei. Ja, klar.
Also die dürfen sogar auch morden und Verbrechen begehen und werden nicht bestraft. Und das sind seit 10 Jahren, es gibt genügend Beweise dafür und Prozesse. Keine von Verbrechern, die Morde begangen haben, die Teil an diesem Maidan-Bewegung genommen haben, wurde juristisch verfolgt, sondern umgekehrt. Es wurden sogar auch Morde gefilmt von diesen Menschen, die wurden aber nie juristisch verfolgt. Ist, glaube ich, relativ eindeutig, worum es hingeht. Ja? Also ich habe ja schon mal gesagt, also der solche Sachen wie Eugenik und dieses Nazitum, das hat im angloamerikanischen Bereich überlebt und es zieht sich wie ein roter Faden durch deren Außenpolitik. Sie bedienen sich immer solcher rechtsradikaler Kreise, wenn sich das anbietet, um dann irgendwelche Systemchanges zu machen. Das haben sie in Südamerika gemacht, das machen sie hier wieder. Und sie haben es auch in jüngster Zeit in Südamerika gemacht, man kann das nachvollziehen. Ich erinnere nur an diese komische Symbolik, wo sie die Hand auf die Brust dann legen. Gibt es übrigens das auch bei vielen Ukrainer, sogar auch in den Regierungskreisen. Ja, habe also ich auch dieses, schon vor dieses, das gesehen. Dieses komische Symbol, ich ja. mag es gar nicht machen, es ist eigentlich das gleiche wie und, wieder rechte Hand. In Asien und im Nahosten bedienen sie sich ja bei Islamisten immer gern. Ja, komisch, ne? Also immer bei den Na? Extremisten bedienen sie sich. Wie kann das sein? Ist das eine demokratische Außenpolitik, könnte man sich da fragen. Okay, kommen wir zurück in Medias Res. Nächste Geschichte. Also, ja, dann haben wir hier jetzt das nächste Zitat, was mir wichtig war. Aber solange sie das gut bewerkstelligen, macht es aus ukrainischer Sicht taktisch schon Sinn, die Russen in Bachmut zu binden und zu hohen Verlusten zu zwingen. Ein weiteres Zitat, was zeigt, was eigentlich der Hintergedanke ist, hinter diesem Krieg in der Ukraine, nämlich die Russen zu hohen Verlusten zu zwingen. Das ist der Hintergedanke. Was mit den Ukrainern da passiert, ist denen vollkommen Wumpe. Wir gehen da davon aus, dass die Ukrainer einen Blutzoll zahlen, der in etwa 10-mal höher ist als das, was die Russen dazu zahlen haben. Und das wird ja stillschweigend in Kauf genommen. Die Ukrainer werden, wie Bachmut ja auch heißt, in den Fleischwolf geschickt, nur um den Russen möglichst hohe Verluste beizubringen. Es sind ja keine westlichen Soldaten, die da sterben müssen. Es sind ja nur Ukrainer. Das ist die Gedenke dahinter. Das muss man sich auch als ukrainischer Staatsbürger mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind Schachfiguren auf dem Brett, die da gezogen werden. Und da sind wir jetzt bei The Grand Chessboard von Zbigniew Brzezinski. Bitte auch dieses Buch einmal lesen. Und dann wird man sehen, worum es da geht. Es geht einfach nur um Geopolitik und die Vorherrschaft auf dem eurasischen Kontinent. So, nächstes Zitat. Das ist das Bild, was in dem Artikel von Bachmut gezeichnet wird. Das ist also jetzt gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und das soll halt irgendwie darstellen, dass die Russen dann doch schon wieder größere Landverluste hatten. Das halte ich aber jetzt, also hier diese graue Linie ist das, ne? Das ist also sozusagen die Linie vom Frontverlauf Ende März. Und dann haben wir jetzt hier den Frontverlauf am 11. April. Ja, aber das ist... Das hier oben ist zum Beispiel, das ist Gaga, hier diese, das hier als Verlust darzustellen, weil es immer vorwärts rückwärts geht hier oben die ganze Zeit. Das ist ein umkämpftes Gebiet, mehr ist das nicht. Das soll halt dienen, um halt diesen Artikel zu unterstützen. Wir gehen mal ein Stück weiter. Hier kommt noch ein langes Zitat, was ich noch geben möchte. Allein was die Russen an Bataillonen dort hinein rotiert haben, haben sie wahrscheinlich Kräfte von 2 bis 3 Brigaden verschlissen, die dann wieder abgelöst werden mussten. Dazu kommen die Wagner-Söldner, da rechnet man mit etwa 20.000 Verlusten, die tot oder verwundet sind. Genaue Zahlen gibt es keine, aber man sieht anhand der Truppenrotation, dass es ein verlustreicher Kampf für die Russen ist. Es ist eine der wenigen Angriffsrichtungen, in denen sich die Russen festkrallen. Wieder das Gleiche. Ja, also es geht darum, den Russen Verlust beizufügen und die Leute, die auf ukrainischer Seite sterben, sind vollkommen egal. Ja, so und das geht fröhlich so weiter. Das nächste Zitat, in anderen Gegenden kommen die Angriffe nur sehr periodisch. Die Ukrainer haben ihrerseits deshalb Angst, die Stellung im Zentrum von Bachmut aufzugeben, weil dann die Russen ihre Offensivtätigkeit generell einstellen könnten und sich auf die Verteidigung gegen die Gegenoffensive vorbereiten würden. Genau das wollen die Ukrainer aber nicht. Sie wollen, dass die Russen weiter angreifen, weiter hohe Verluste machen und ihre Kräfte im Donbass binden, damit sie in anderen Stellen der Front dünner aufgestellt sind. Das ist eine Behauptung, die wirklich vollkommen hanebüchen ist. Also wir haben inzwischen so viele Videodokumentationen, auch von der ukrainischen Seite. Die Soldaten wollen da nicht hin, die wollen da raus. Die versuchen irgendwie aus diesem Bombenhagel rauszukommen.
Und sie frieren an der Front, es geht ihnen überhaupt nicht gut. Sie haben keinen Nachschub mehr, weil die Nachschubwege abgeschnitten sind. Das ist ein Dahinvegetieren und die versuchen irgendwie da zu überleben. Und die durchschnittliche Überlebensdauer eines ukrainischen Soldaten in Bachmut liegt bei ungefähr 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie der Mann als Militärexperte zu so einer Analyse kommt. Ja. Der muss einfach das Geschehen so schildern, damit entweder noch mehr Waffen dahin kommen oder aber den Erfolg der vorherigen Lieferung festzustellen. Und das macht er, wie gesagt, PR für NATO. Ja, ja. Also European Council on Foreign Relations, das ist die Verbindungslinie da. So, also das ist jetzt nicht irgendjemand, sondern dieser Herr ist auch Wortgeber für verschiedene Interviews. Ich habe hier mal als Beispiel ein Interview bei Phoenix, auch aus den letzten Tagen. Und da wird er als Militärexperte vorgestellt, aber die Mitgliedschaft beim ECFR wird also weggelassen. Also dass er jetzt beim Also European Markus, Council die Zeit von Corona-Experten ist vorbei, jetzt haben wir die Zeit von Militärexperten. Aber ich glaube, die werden von einer Quelle finanziert, oder? Irgendwie so alles ähnlich. Ja, also wichtig halt, wie man die Leute vorstellt. Also einfach nur als Militärexperte oder halt, dass man sagt, das ist jemand, der hat hier einen gewissen propagandistischen Auftrag und ist vom European Council on Foreign Relations, klar. Ne? Das sagt man natürlich nicht. Das könnte ja den Zuschauer zum Nachdenken bringen. Ja, selbst der von Dirk Puhlmann und uns allen, so geschätzte Nachrichtensender, T-Online, selbst der... Also ich glaube, Markus... Also es ist nicht mein Lieblingsblatt, aber ich bin der dort auch sehr oft vorkommt. Also anscheinend haben sie Vorliebe zu uns, ne? Ja, whatever, ja, genau. Also ich habe es auch ironisch gesagt. So, also selbst dieses Blatt, ich vermeide jetzt irgendwelche Sachen, die mich hier in die Gefahr bringen, dass man mir irgendwelche Unterlassungsklagen an den Hals hängt. Ja, also dieses Blatt, was ich, sagen wir mal, durch nicht besonders guten Journalismus hervorgetan hat, ja. Selbst die kommen hier inzwischen zu einer Analyse, auch am 15.04., die von der Analyse, die wir eben gesehen haben, vollkommen anders ist. Die unterscheidet sich. Sieht so aus, als wenn die Russen den Sack zumachen. Und wenn man sich jetzt hier unten den eigentlichen Titel des Artikels anguckt, dann steht hier Ukraine-Krieg, Militärexperte stellt düstere Prognose, Bachmut ist weg. Das war der ursprüngliche Titel. Ja, und dann kann man sehen, das hat also mit dem, was der Typ da eben gerade erzählt hat, nichts zu tun. Ganz andere Analyse. Und sie kommen zum Beispiel zu folgendem Zitat. Bachmut ist fast komplett eingekesselt. Berichten zufolge spitzt sich die Lage massiv zu. Ein Militärexperte zeigt die Aussichtslosigkeit auf. Ach, schon wieder ein Militärexperte. Also jetzt können sich die Militärexperten da streiten, ne? Wer jetzt dabei von beiden recht hat. Seit Monaten toben die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut. Jetzt hat sich der Beschuss durch die russischen Truppen stark erhöht. Gleichzeitig sollen die ukrainischen Streitkräfte erhebliche Nachschubprobleme haben. Ach, was haben wir gerade gesagt? Genau. Ihnen bleibt nur noch eine Möglichkeit, schätzt Oberst AD, also außer Dienst, Ralf Thiele, im Gespräch mit T-Online. Ja, wer hätte das gedacht? Und jetzt kommen wir nochmal auf das, was wir letztes Mal gesagt haben. Das sind hier unsere ungefähr 80.000 Leute, die es inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr sind, weil die ja in Bachmut inzwischen verschlissen sind, viele davon. Ja, die sich hier um den Bereich Bachmut gruppiert haben. Das ist der Stand von vor einem Monat ungefähr. Wobei ich jetzt auch bei den 16.000 Leuten hier hinten in der dritten Welle nicht ganz sicher bin, ob das dieser Bereich ist oder ob das der Bereich Kramatorsk ist, wo die sich aufhalten. Whatever. Auf jeden Fall sollen wir hier an der Grenze sollen sich in etwa 50.000 Leute versammelt haben und in Bachmut 12.000 bis 16.000 Leute, wobei jetzt die untere Zahl eher wahrscheinlich ist und es gibt einige Quellen, die jetzt sagen, es gibt in Bachmut nur noch Leute unterhalb von 10.000. Das ist in etwa das, was wir jetzt gerade gehört haben. Es kommen ja auch kaum noch Leute rein nach Bachmut jetzt. Also jetzt ist ja der Sack quasi zu, wie das die Leute von T-Online ausgedrückt haben. So, kommen wir zum Wetter. Sie wollen ja die ganze Zeit eine Gegenoffensive starten. Und das ist jetzt das aktuelle Wetter wieder. Und ich sehe da wirklich
nur düstere Aussichten für die ukrainische Seite. Es regnet und regnet und regnet und regnet. Und es ist kaum sonnig und die Temperaturen sind niedrig. 7, 5, 3 Grad, 4 Grad, 10 Grad, 14 Grad, 12 Grad. Das ist nicht die Jahreszeit, wo man da eine große Offensive auf breiter Front machen kann. Man kann sich nur auf den befestigten Straßen nähern. Und wenn man dann gesichtet wird von dem gegnerischen Militär, dann wird man mit Granaten aus der Artillerie eingedeckt und dann ist es das gewesen. Also wie gesagt, kein Panzer bei keiner Streitmacht ist von oben sehr gut gesichert. Wenn da eine Granate einschlägt, dann sind die Panzer dahin. So, und nur noch mal als Symbolbild, so sieht's momentan da aus und ich glaube nicht, dass das sich in naher Zukunft ändern wird. Es gibt jetzt sogar schon, das fand ich ganz interessant, also das würde ich jetzt wirklich in den Bereich Verschwörungstheorie einordnen. Es haben Leute wohl die Nachricht rausgegeben, also dass sie Verdacht hätten, dass die Russen hier eine Wetterwaffe einsetzen würden und es die ganze Zeit regnen lassen würden. Ich kann das nicht bestätigen, ich kann es nicht verneinen. Es klingt doch ziemlich nach starkem Tobak, ja. Aber ich will es einfach mal so in den Raum gestellt haben. Und schon gesagt worden, weil es untypisch wäre in dieser Jahreszeit, dass es dann dort so lange regnen würde. Kann man glauben, kann man auch nicht glauben. Ja, weißt du, bei uns ist ja auch jetzt relativ kalt, ne? Also auch nicht warm. Ich weiß, dass am Anfang April hier schon mal 30 Grad war und jetzt kaum 10, ne? Und ich glaube, das ist einfach mal Klimaerwärmung oder Klimaänderung, ne? Spielt jetzt wieder den Russen in die Hände und das hat schon in 41, ne, so funktioniert, habe ich gehört. Da gab es noch keine Klimawaffe. Okay, also das ist, genau, also die Konstellation sieht ähnlich aus wie bei der deutschen Wehrmacht und den russischen Streitkräften. Also man sieht, dass die Russen hier einen klaren Wintervorteil haben. Sie haben da offensichtlich Strategien entwickelt, sich in der kalten Jahreszeit hervorragend zu verteidigen und da sogar Offensiven zu machen, was wir jetzt ja gerade in Bachmut gesehen haben. Das ging ja gerade da los, wo es wirklich kalt war, haben dann die Einheiten der Wagner-Truppen relativ schnell Landgewinne innerhalb der Stadt stattbekommen. Auch immer davon ausgehend, weil dann zum Beispiel ukrainische Einheiten ihre Position aufgegeben haben. Die konnten die Position nicht halten. Aus welchem Grund auch immer. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da in irgendwelchen ungeheizten Häusern aushalten muss, es ist nahe 0 Grad oder sogar unter 0 Grad und ich friere. Ich habe keine vernünftige Verpflegung da. Und dann kommen auch noch irgendwelche Russen und beschießen mich. Da würde ich auch sagen, Leute, leckt mich doch sonst wo. Die Regierung ist kompliziert und von allem, wir denken ja immer noch in diesen alten Kriegsdenkweise, dass man hat große Truppen, 1000 oder 500 Mann, 2000 Mann. Das ist gar nicht möglich. Du kannst in der Nähe von der Stadt, also von der Grenze, ich sag mal nächste 40 Kilometer von der Frontlinie, keine große Truppenversammlung machen, weil das wird von Artillerie oder von Luftwaffe der Russen zerstört. Auch genauso auf der anderen Seite. Die können das auch nicht. Und ich glaube, diese ganze Bachmut-Geschichte in diesem Winter und Herbst und Winter und jetzt im Frühjahr, in diesem verregneten Frühjahr, ist nur deswegen, weil beide Seiten können nicht nirgendwo im freien Feld Kampfübungen, also ich sag mal Erfolge erzielen. In der Verteidigung schon, aber in Offensive nicht. Und deswegen wurde diese Stadt halt von Russen ausgewählt. Das ist ja auch strategisch wichtige Stadt. Ausgewählt, weil da ist ja in der Stadt ist ja nicht so viel Schlamm. Da kann man noch kämpfen. Und die Wagner-Truppe, die haben ja ihr Häuserkampferfahrung im Syrien gemacht. Und die können das. Ja, also das ist halt makaber. Also es gehen so viele Leute dabei, lassen ihr Leben. Es ist traurig, was da passiert, aber whatever. Also jetzt hoffe ich, dass wir da wieder einen kleinen aktuellen Stand der Dinge geben können. Meine Einschätzung ist, dass Bachmut innerhalb der nächsten Wochen fallen wird und zwar Wochen im einstelligen Bereich. Also das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Es wird jetzt relativ schnell dazu kommen, dass also diese Hochhäuser, von denen ich eben gerade gesprochen habe, dass die ganz stark unter Beschuss kommen und dann werden dann die russischen Truppen da immer weiter vordringen. Und wenn jetzt die Ukrainer keine Munition mehr haben, um sich zu verteidigen, ist die Sache sowieso dann gegessen. Dann müssen sie sich ergeben. Ich hoffe, dass sie das tun, weil ansonsten wird das ein Riesengemetzel werden.
Ja, gut, soweit so gut. Das ist die Lage. Es sieht nicht gut für die Ukraine aus. Und inzwischen ist es ja auch so, dass im Westen das auch hier und da mal eingestanden wird. Dass das Ganze wohl nach hinten losgegangen ist, dass die Planung wohl etwas anders aussah. Wir werden sehen, wie geschwächt die russische Armee aus dieser ganzen Geschichte hervorgeht. Ja, also es ist, wie soll man das sagen? Es ist ein Trauerspiel. Ja, also wir sind uns ja alle darüber einig, dass das ein illegaler Angriff der Russen war auf ukrainisches Gebiet. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sehen, warum dieser Angriff erfolgte. Also man muss ja dem nicht zustimmen, was die Russen sagen, aber man muss ja wenigstens verstehen, warum sie es gemacht haben. Wenn sie nuklear bedroht werden, also wenn hier behauptet wird, dass man demnächst die Ukraine nuklear aufrüsten möchte und dann auf einmal irgendwelche Hyperschallwaffen dann direkt an der Grenze stehen mit einer Flugzeit nach Moskau von ungefähr 3 Minuten. Das lassen sich die Russen nicht gefallen. Wenn dann die Bombardements auf die Ostbezirke, also auf Donetsk und Luhansk, also wenn dann diese Bombardements seitens der Ukrainer erhöht werden, massiv erhöht werden und da Zivilisten sterben im Wesentlichen, weil man die Städte bombardiert die ganze Zeit mit Artillerie, ja, und das war jetzt noch vor Kriegsausbruch, also das war im Januar, Februar letzten Jahres, Anfang Februar. Dann reizt man natürlich die Russen dazu, dass sie dann da etwas gegen tun. Und das haben sie getan. Und man wollte ja auch, dass die Russen da einmarschieren, dass die ganzen Sachen, die ganzen Sanktionen und alle möglichen anderen Pakete waren ja schon vorbereitet. Das war alles schon fertig, bevor die Russen einmarschiert sind. Das heißt, man hat die Russen da in diesen Konflikt drängen wollen. Es war geplant. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Oder hat keine Ahnung von dem, was in westlichen Militärkreisen da los ist. Ja, und wenn Leute behaupten, dass die Russen kein Recht hatten zu sagen, wir schützen da die russischstämmige Bevölkerung, dann muss man nur die Aussage von Fischer sich mal wiederholen, wo Jugoslawien überfallen worden ist. Das war ein humanitärer Grund, um was? Um Massaker zu verhindern, richtig? Ja, also Und das ist dann ja, haben es die das ist ja ganze beides Land exakt flach dieselbe gelegt, Blaupause. ne? Also die Russen waren jetzt so dreist, genau das zu wiederholen, was die im Westen schon mal in Jugoslawien gemacht haben. Es ist ja exakt dieselbe Geschichte. Das heißt, da ist eine kleine Enklave, ein kleiner Landstrich, da sind eine Bevölkerungsgruppe, die möchte sich abtrennen, separieren, ja. Und dann sagt das große Land, nein, das läuft aber so nicht. Und dann macht man Folgendes, man erkennt diese kleine Enklave erkennt man an als eigenständigen Staat und dann marschiert man ein, um diesen kleinen Staat gegen das große Land zu verteidigen. Das ist ja Völkerrecht seit 2000, könnte man sagen, seit 1999. Ja, hat der Westen so eingetütet. Da war das okay. Wir fanden das damals schon nicht okay. Aber für die restlichen Medien war das alles in Ordnung. Ja, jetzt machen die Russen exakt dasselbe. Ich finde es immer noch nicht okay, dass sie das machen. Aber jetzt regen sich die Leute von diesen westlichen Systemmedien auf und sagen, nee, das geht aber gar nicht. Dann kann ich nur sagen, Leute, ihr müsst euch mal entscheiden. Entweder ist das nicht okay, dann war es auch in Jugoslawien nicht okay, Da muss oder man die es ist okay, Sanktionen dann ist es nachträglich auch bei den einführen Russen gegen okay. Deutschland. Ja. Bitte? Genau, ja, Dann klar. müsste man die Sanktionen dann nachträglich, ne? Also für alle Länder, die mitbeteiligt waren, um Jugoslawien zu zerstören. Ja, also es Und von allem, ist. wir reden jetzt von wirklich Millionen russischstämmigen in Ostukraine und auf der Krim auch. Wir Ja, reden jetzt nicht es ist ein von einer Trauerspiel. kleinen Minderheit. Ja, also ich stelle mir das so vor, dass also Russland, Ukraine, der Konflikt ist in etwa so, wie wenn Ost- und Westdeutschland aufeinander losgegangen wären. In etwa so stelle ich mir das vor. Oder vielleicht Deutschland und Österreich oder sowas in der Richtung. Ja, das sind also wirklich eng verwandte, also Brudervölker könnte man sagen, die gehen aufeinander los und das ist vom Westen wunderbar eingetütet. Ja. Will nicht heißen, dass die Russen auch eine Schuld daran tragen. Sie sind ja schließlich einmarschiert, aber ich warne davor zu behaupten, dass die Russen alleine schuld wären und also den Westen überhaupt keine Schuld trifft. Das ist einfach so über die gekommen. Die wussten vorher gar nicht Bescheid, dass das die Russen vorhatten. Naja, haben deswegen die Ukraine schon vor 2014 aufgerüstet. Genau. Und Noch dann bei gibt auch, Janukowitsch haben sie die genau. Militärbasen geplant. Genau. Also diese Argumentation funktioniert nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man behauptet, dass man sagte, auch ja, also eigentlich hatten wir ja gar nicht vor, Minsk 1 und 2 einzuhalten. Wir wollten nur dafür sorgen, dass die Ukraine lange genug Zeit hat, um sich aufzurüsten, damit wir die dann gegen die Russen ins Feld führen können. Hurra! Ja, jetzt Das ist ist es ein soweit, Schlag ins aber Gesicht.
Ja, wir analysieren ja die Situation dort in Bachmut, aber die Gefahr, dass es auch Deutschland trifft, ist immer noch nicht gebannt und Natürlich nicht. eigentlich immer noch aktuell. Und das ist genau das, was mein Appell ist. Seid auf der Hut, geht auf die Demos, schließt euch zur Friedensbewegung, weil das, was dort passiert, kann genauso hier ablaufen. Nur Deutschland ist viel kleiner als die Ukraine. Viel kleiner. Also ich Und kann nur uns wird sagen, noch härter treffen. wie würde ich mich verhalten, wenn ich Vertragspartner wäre auf russischer Seite mit der Ukraine und mit den westlichen Staaten? Für mich wäre jetzt der Punkt erreicht, dass ich sage, Leute, ich schließe mit euch keine Verträge mehr ab, ihr haltet sie ja sowieso nicht ein. Und alles das, was wir mit euch abschließen, macht ihr nur zu eurem Vorteil, damit ihr dann uns im Nachhinein wieder in den Hintern treten könnt. Nein, wir machen gar nichts. Ich befürchte, wenn solche Hardliner da kommen und auf der russischen Seite, dann sieht das hier ziemlich düster aus. Dann ist mit denen nicht mehr gut Kirschen essen. Und wir haben es jetzt auch gerade in China gesehen, ein diplomatischer Ton, der für Chinesen vollkommen unüblich ist, pfeift da eine Annalena Baerbock um die Ohren. Die haben sich sehr, sehr deutlich verboten, dass ihnen von Europa, vom Westen diktiert wird, mit wem sie Handelsbeziehungen eingehen und mit wem nicht. Und wie sie ihre Handelsbeziehungen gestalten, also von wegen Sanktionen gegen Russland oder nicht. Die haben gesagt, das läuft so nicht, Leute. Lasst uns zufrieden. Wir machen das, was wir wollen, und das ist die Sache jetzt gegessen. Ihr mischt euch hier bitte nicht ein. Und das hatten die sonst früher nie in dieser Deutlichkeit gesagt. Das heißt, den Chinesen reicht es auch. Und wir verscherzen es uns, also wir haben jetzt 50 Jahre Diplomatie hinter uns, wo diese ganzen, diese ganzen Aggressionen auf beiden Seiten abgebaut wurden, es wurden Brücken gebaut und man ist auf irgendeiner Form, in irgendeiner Form dazu gekommen, dass man sich verständigt hat, und das sind diese Brücken, reißen jetzt diese Leute innerhalb von einem Jahr, reißen die das ein. Also wenn ich da Diplomat wäre, ich wäre verzweifelt. Naja, es sind halt von der deutschen Seite anscheinend gar keine Diplomaten mehr, sondern die Stellvertreter des USA und das wird auf ganz anderer Ebene gelöst. Und also wir hoffen doch das Beste. Danke, Markus, für deine Analyse, für deine Zeit. Also es ist schon viel Arbeit, so viel Karten zusammenzutragen und zu analysieren. Und lieber Zuschauer, vergiss nicht zu abonnieren, das Video zu teilen und wir freuen uns auch gern über eine kleine Spende. Es läuft immer noch nur über PayPal, ein Konto haben wir noch nicht. Das letzte wurde ja gesperrt, also die letzten drei Konten wurden gesperrt und wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung vorbeischauen und auf unseren Kanal kommen noch sehr viele interessante Interviews. Bleiben Sie dran. Markus, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch und für die ganze Arbeit. Und ich kann nur vorausgeben, wenn Sie noch mal so eine Geschichte haben wollen, also dass wir noch mal so eine militärische Analyse machen, dann kann ich jetzt schon sagen, jetzt können wir auch die russischen Karten nehmen. Er hat ja eben nur die westliche Karte genommen. Aber ich habe inzwischen, also gestern habe ich die russische Karte endlich gefunden. Die ist noch ein bisschen detaillierter. Da hat man also auch noch ein Satellitenbild dazu. Dann kann man halt schauen, wie sich das Ganze im Genauen verhält. Dann kann man relativ genau sehen, wo welche Einheiten stehen zum Beispiel. Ja. Soweit dazu. Machen Sie es gut. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, will ich gar nicht sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, dass Sie einen Wissensgewinn dabei hatten. Also mir gefällt das überhaupt nicht, weil ich weiß, dass da Hunderte von Leuten sterben, und das macht mich zutiefst traurig. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat. Machen Sie es gut. Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina.